gemacht, Deputy. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. Und weitere werden folgen. Ich lasse ihn mal kurz ausreden da unten. Nun wird dich der Herr führen. Wenn du das nächste Mal in False End bist, suche die Kirche auf. Für ein Gebet ist immer Zeit. Jo, der Marco ist auch mit dabei und wir haben es hinbekommen. Tja, leise eingenommen haben wir es nicht so wie geplant. Nee, also das... Ah, Moment, ich lasse nochmal reden. Also muss hier ausgeschnitten werden. Ja, ja. Aber du nimmst meine Hilfe ab. Du weigerst dich, ja zu sagen. Und bis du das tust, wird jeder Schmerz, den du dem Projekt zuführst, tausendfach an deine Freunde zurückgegeben. Und ich weiß nicht genau, wie viel deine Freundin Hudson ertragen kann. Also wähle deine nächsten Taten mit Bedacht, Deputy. So, wir haben das jetzt so gemacht. Der Marco hat den Typen genommen. Dann habe ich gesehen, dass mich hier fast jemand überfahren hat. Ja, er hat dann den Typen auf das Boot getan. Und nachdem das geschehen ist, habe ich den hier umgehauen. Und dann haben wir gemerkt, es hat funktioniert. Genau. Aber so als Info nebenbei, wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession, deswegen, das Spiel ist jetzt immer noch 2 Tage alt. Zwei, ja. Ja. Deswegen ist da noch nicht viel, oder konnte noch nicht viel gemacht werden. Aber wir haben es jetzt geschafft. Das ist die Hauptsache. So sieht's aus. Also, was machen wir als nächstes? Ich kann mir erstmal ein bisschen Beute verkaufen. 185 Quisley Haut, da ist das andere, das Alpha-Ding, aber mehr wert. Und dieses Roadkill vielleicht, wenn du die überfährst, dann kriegst du $5 für ein so ein Ding, das meinte ich. Das gibt wirklich nicht viel. Ja, bedauerlicherweise, da hätten wir aussteigen müssen und ihn dann erledigen müssen von Hand sozusagen. Ja. Ich mach mal gerade eine Seebestattung. Wieder anhören, was du in Fortsend gemacht hast. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Okay, dann lass mal abhauen. Wenn willst, kannst du aufs Geschütz gehen. Selbstverständlich. Cool, dann... sagen wir mal das Silo, was wir hier gesehen haben. Wo waren das? Ich glaube, das war hinter uns. Haben wir doch markiert. Ah, da ist es doch. Und wir können da direkt noch jemanden befreien. Wobei macht nicht viel Sinn jetzt mit dem Controller. Ich muss ja sowieso gleich raus wahrscheinlich. Oh. Irgendwo hängen wir ja immer. Ah, jetzt. Okay. Halt voll auf Silo drauf. Fahrt dran vorbei. Und hinter uns kommen welche? Nein. Da ist nur jemand in Lebensgefahr. Kannst du schon mal drauf schießen? Wo ist es denn? Links. Weil ich markiert habe. Ah ja, klar. Ja, so muss das sein. Und hinter uns? Beziehungsweise jetzt vor uns. Ist nichts. Warte, das ist eine Karte, oder? Das ist ein Fernseher. Aber... Jetzt war da ein Fernseher. Schlüssel. Gut. Was? Warte mal. Alter Schwede. Mhm. Guck dir mal diese Preise an. Was? Achso, nee. Ein Apfel 8 Dollar, oder was? Nein, da steht Bushel, das ist so eine Kiste. Habe ich gerade aber erst auch gedacht. Okay. Habe mich gerade erschrocken, ey, aber ich habe das Bushel nicht gesehen. Today we are picking sexy wet. Okay. Ja, hier gibt's auch noch Richtlinien. Sicherheitshinweise. Wo? Gegner. Tatsächlich. Ach du Kacke. Ja,
Oh! Wir haben uns alle gesucht. Kein Alarm. Wahnsinn. Ja, schön. Jetzt können wir Äpfel verkaufen. Die Apfelfarben. Ja, dann ist es ja eigentlich günstig, ein Korb Äpfel. Na, warte, das waren... Ach, Quatsch. Ja, klar, eine Kiste. Achtel. War schon gut. Interessant. Gut, kommen wir nochmal zu den Sicherheitshinweisen. 400. Kein Alarmbonus. Jetzt haben wir es geschafft. Das ist der Bonus für Stealth. Ach so. Ist der letzte Schritt, um das Wort des Vaters im Herzen zu akzeptieren. Hab das Ziel gesichert. Unsere Sünden. Endlich offengelegt. Hole mir das Ziel. Ach du Scheiße, da stürzt ein Flugzeug ab. Befreien ach du. Nee. Der nicht ganz. Ja, das ist schon runter. Ach du Scheiße. Einfach hier drauf gefahren. Hier ist was für dich. Flammenwerfer, oder? Nee, was anderes. Oh. Ach, muss jetzt nicht unbedingt Mensch. Sein. Ja. Alter, Randale. Also, Sicherheitshinweis. Hinweise an alle Pflücker. In diesem Jahr sind die Bären zurückgekommen. Denkt an die Sicherheitsregeln. Erstens. Pflückt immer zusammen mit einem Kollegen. Zweitens, räumt alle Lebensmittel und allen Müll weg. Passt bitte alle auf euch auf. Dutch and Debbie. Oder Duke. Duke. Wenn du jetzt Brücke. Ach, ich hab den extra für dich da geparkt. Da oben ist was drin. Ah. Ja, ach so, Duck. Duck und Debbie, ja. Hab schon gesehen. Brauche ich nicht wirklich. Schenke ich dir. Ich hab den noch geholt. Ich bin mit meinem Sniper zufrieden. Ah, hier kann ich wieder meine Waffe holen. Hops. Achso, der hat die dann direkt. Und Munition. Könnte bald schon wieder jagen gehen. Machen wir aber beim nächsten Mal. Noch ein bisschen Ressourcen habe ich. Oh, Helikopter. Okay, wir brauchen doch die Bombe. Wir wurden doch entdeckt, oder? Ich bin im Anflug. Ja. So, dann kümmern wir uns mal hier um den Freund. Alles hingehauen. Oh, schön. Ich werde beschaffen. Ach was, von mir. Halt drauf, halt drauf, halt drauf. Oh, überhitzt. Oh, ich bin gestorben. Und ich habe keinen Schaden bekommen, obwohl ich drauf stand. Warum hat das zu brennen angefangen? Oh, die Beachtung. Okay. Ah, Mann, warum zieht der so hoch? So früh hoch. Egal. Wo ist er? Da läuft Musik, 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 Musik. Ach verdammt. Komm du nur hierher. Ich hab das Scharfschützengewehr. Wo ist er? Mein Flugzeug wird beschädigt. Er geht gleich runter. Fehlt nicht mehr viel. Los, komm, schnell nachladen, Mensch. Ziel in Sicht. Unter Beschuss. Jetzt ist er. Noch nicht unten. Oder? Jetzt. Doch, das packt er nicht. Ja, weg ist er. Rums. Jetzt fäll ich wieder meine Waffe. Ups. Oh, nochmal so Vollidioten. Wo? Da, direkt am Hofeingang. Haben.
Ach du Scheiße. Was ist da jetzt schiefgegangen? Ach, der LKW ist explodiert. Truck. Toll, den wollte ich eigentlich noch verwenden. Ja, ich habe ihn nicht kaputt gemacht, ich habe auf den Wagen geschossen. Sagt man da. Toll. Mein. Ah, da liegt's ja. Okay, ich bin bereit. Oh, Radio. Echt? Ja. Jetzt nicht mehr. Doch. Ein Gospelchor, aber das Lied hört sich cool an. Aber ja, geh mal. Blöd. Haben wir hin? Liegt da einer? Ich glaube, es war. Farm. Okay, und schnell aussteigen. So läuft es. Wird immer lauter. Ja, jetzt ist eh schon viel zu spät. Warte, der ruft Verstärkung. Das war ich nicht. Der war schon tot. Ich glaube dir, mein Sohn. Beichte mir deine Sünden. Wir müssen mal im Let's Play so einen darauf tun, ey. Hey! Ich wollte die Musik hören, was machst du? Oh! Oh, das ist unser Freund. Warte mal, lesen. Dieses Tier ist ein Champion. Schick ihn zu unserer Festung auf der anderen Straßenseite und lass ihn nach Norden bringen. Sein Bruder soll entscheiden, wie stark er wirklich ist. John. Ja, ich hab den Hund. Hallo, mein Freund. Hallo. Hey, der haut ab. Streichel Buckma, ja klar. Komm her. Das ist der zweite Kollege. Ja, komm her. Ah, unser Freund. Ohne Witz, ich muss dir ja sagen, die Musik, die die Sekten machen, also wenn die singen und so, wir werden gestört. Hey Jungsfreund, Ray zu verlieren, das tut schon weh. Hey, woher kommt denn der tot? Ach, aber gut, dass du den alten Boomer gerettet hast. Dieser Hund, der wittert Ärger und passt besser auf dich auf als du selbst. Hey Junge, der bringt den Hund andersrum, der Hund bringt den um. Guck dir das mal an. Das ist doch cool. Ich sehe momentan leider noch nichts. Das ist unser Kollege. Das ist jetzt unser Freund, der Hund. Das habe ich mitgekriegt. Es ist, glaube ich, so, wie ich mir gedacht habe, dass man alle haben kann. Alle als Partner. Ja, ja, du kannst halt nur mal einen aktiv auswählen. Ja, ich dachte... Ne, warte mal. Die haben ja alle andere Sachen. Der läuft aktiv mit, der andere ist zum Beispiel ein Pilot, der Bomben wirft und sowas. Ich denke, da ist irgendwie ein Mischmasch drin. Nee, du kannst wirklich tatsächlich nur einen verwenden von deinen Helfern. Ja, oder so. Was ich aber erst gedacht habe, weil bei der auf der Gamescom war das so, da hast du einen ausgewählt. Und ich dachte erst, man kann da keinen anderen mehr nehmen. Okay. Also, dass sie dann gesperrt sind quasi. Mhm. Was machst denn du hier wieder kaputt? Ja, das war schon. Ist da ein Puma? Oh, komm mal, komm mal, komm mal. Wo bist du, wo bist du? Ah. Was ist da oben? Ein Bär oder was? Nein, Puma. Ah, tatsächlich Puma. Da guck mal. Wir müssen den Puma mitnehmen auf die Jagd. Der markiert die Tiere. Hab ihn. Sehr gut. Ja, ist doch cool mit dem Hund. Ja. Puma-Haut. Ohne Witz, ich muss ja sagen, ich habe ja nicht viel Ahnung von so Wildtieren und wie die sich anhören. Komischerweise wusste ich, dass das ein Puma ist. Habe ich gesagt, Puma. Das erstaunt mich gerade selber. Na gut, im Unterbewusstsein weiß man es vielleicht, aber auf Abruf nicht. Kann ich mir vorstellen. Das kann sein. Ja, der markiert echt alles. Ja, ist doch voll geil. Das ist unsere tierische Drohne. Ja.
Oh, ein typischer. Hey, da ist ein Schwein hinten drauf. Hoi. Ich hab gedacht, wir hätten die Apfelfarm schon erobert. Deine Fahrt ist hier zu Ende. Guck mal, was ich hinten drauf hab. Ein Schwein. Ja. Und Quizfrage. Was ist ein Schwein plus ein Hund? Auf Englisch. Ratter, Ratter, Ratter. Keine Ahnung. Schweinehund. Pig Dog. Toll. Habe ich gerade selber erfunden. Was mir eingefallen ist, ist Dog Meat. Aber das passt ja gar nicht. Nee. Vielleicht zu Dog Quiek. Das könnte passen. Schweine machen Quiek. Oh, das ist wieder ein LKW. Aus nächster Nähe einen Erfolg bekommen. Okay, dann lass mal gucken, was es hier so gibt. Und es wird gerade gemütlich dunkel. Oh, was haben wir da? Einer mit dem Raketenwerfer, oder was? Nee, es müsste schon Sniper sein. Hier ist eine Kiste, zwei. Tatsächlich. Der hat ein Bumsrohr. Was? Guck mal, Leuchtrakete, Hilfe! Siehst du sie? Warte, ich komm aus. Wo ist sie? Wo ist sie? Ist sie noch am Boden? In der Luft? Nö. Hä, du bist komplett weg von mir. Das kann nicht sein. Guck, ich bin da. Weg. Siehst du es? Hä? Nein. Nicht? Hier ist ein Puma. Was für Scheiße. Helikopter. Na warte. Das kommt dir teuer zu stehen, du kleiner mieser Bastard. Das kracht, ihr Sünder! Da sind sie. Ich kenne sie nicht. Oh mein Gott, die schießen Enten. Ich habe gerade ganz knapp vorbeigeschossen. Verdammte Hacke. So ein Spinner. Oh. Hi. Hallo. Als Feuer, ich hab das gestoppt. Wo ist der Typ? Hier ist einer. Da ist er auch wieder. Ach, was soll der Mist? Egal, sollen wir abhauen? Nö. Ich will den noch runterholen, den Vogel. Oh, keine Munition. Naja. Überlege ich. Falsche Waffe. Müssen wir auch ein Kampfflugzeug kaufen. Nicht mehr viel Munition. Okay, dann hauen wir ab, oder? Ja. Ich bin in den LKW, aber ich repariere den kurz. Toll! Oh, ich komm. Achso, du lebst ja noch. Ja. Ich bin kurz davor, den. Moment. Ich komme von oben! Wie der auf dich abgefeuert hat, krass. Ich greife das Ziel jetzt an! Ja!
Granate hat gesessen. Ich werde hier durchlöchert. Leider hat sie nicht so viel Schaden angerichtet. Ja, ich hab's gemerkt. Moment, da kommt nochmal. Ladung abgeworfen. Schwierig. Also, einmal also hauen wir ab. Aber schnell. Meinst du, ich komme auf der Karte? Nebenmission, die können wir aber annehmen. Ja, machen wir. So, fahr ich nochmal zurück. Der ist sehr schnell unterwegs, der Hund. Da läuft er. Oh, wow, mit dem Schwein. Oh, kann man nicht kaputt fahren. Wumms. Ich würde aber sagen, die Mission nehmen wir dann in der nächsten Folge an. Richtig. Denn wir sind am Ende einer Folge. Genau, wir sehen uns wieder. Oh ja, geil. What? Was ist? Waffen oder was? Gute Musik. Vorbei. So. Ja, das war Morgen. Also irgendwie ist gerade die Verbindung gestört. Ich hab die Musik. Nein! Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.